Ahsoka begann ihre Jedi-Ausbildung unter Anakin Skywalkers Anleitung während der Klonkriege mit nur einem Lichtschwert, also anders als jetzt, da sie nun mit zwei Schwertern kämpft. So wie sich ihre Klingen im Laufe der Zeit verändert haben, hat sich auch die Farbe ihrer Schwerter verändert. Zunächst waren sie grün, dann blau, bevor sie zu dem aktuellen Weiß wurden, das man in der Animationsserie Rebels und der aktuellen Live-Action-Serie Ahsoka sieht. Diese einzigartigen Merkmale und Veränderungen von Ahsokas Lichtschwertern haben sie im Laufe der Zeit zu einer Ikone gemacht, zusammen mit einem weiteren charakteristischen Detail. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es allen überhaupt schon aufgefallen ist, aber eine der beiden Lichtschwertklingen, die Ahsoka führt, ist kürzer als die andere, was bei Jedi und anderen Lichtschwertträgern doch recht ungewöhnlich ist. Aber wieso tat sie das? Die Antwort erfahrt ihr jetzt hier im Video. Dieses Video wird euch von ImperialMerch.com präsentiert, eure ultimative Anlaufstelle für Star Wars Merch. Mit einer Auswahl von hunderten von Produkten erhaltet ihr alles, was das Fanherz begehrt. Ob Actionfiguren, Klemmbausteine, Tabletop-Spiele, Games oder Poster, hier bekommt ihr einfach alles. Mit dem Code ImperialMerch spart ihr jetzt nochmal 10%, auch auf bereits reduzierte Preise. Schaut unbedingt mal vorbei. Den Link dorthin findet ihr unten in der Videobeschreibung oder im angehefteten Kommentar. Ahsoka ist sicherlich nicht die erste Jedi, die den Kampfstil von Jakai mit zwei Lichtschwertern übernommen hat. Denn auch Charaktere wie Asai Ventress und sogar Darth Sidious haben diesen Stil oft verwendet. Ihre Lichtschwerter hatten jedoch immer die gleiche Länge, wobei die Klingen genauso lang waren wie die eines typischen Lichtschwerts. Ahsoka ist also eine der wenigen Jakai-Kämpferinnen, die ein Lichtschwert führt, das kürzer ist als das andere. Und wie alle Dinge bei Ahsoka dient es einem bestimmten Zweck. Die kleinere Klinge wird als Shoto-Klinge bezeichnet. Diese Art von Klingen wurde technisch gesehen zum ersten Mal in Episode 2 Angriff der Klonkrieger gezeigt, da es die einzige Art von Lichtschwertern ist, die Yoda aufgrund seiner kleineren Statur benutzt. Für eine Doppelschwertkämpferin wie Ahsoka funktioniert die Shoto-Klinge wie ein Dolch, mit dem sie ihre beiden Waffen besser kontrollieren kann, während sie gleichzeitig eine zusätzliche Verstärkung ihrer Angriffe bietet. Ahsoka begann irgendwann vor ihrem gemeinsamen Erlebnis mit Anakin und Obi-Wan Kenobi auf Mortis ihre Shoto-Klinge zu schwingen. Sie erhielt ihre Jedi-Ausbildung während der Klonkriege, was dazu führte, dass ihre Ausbildung viel stärker auf Kämpfe und Angriffe ausgerichtet war, als es für einen typischen Padawan üblich gewesen wäre. Als ihr Meister wollte Anakin sicherstellen, dass Ahsoka die besten Chancen hat, den Krieg zu überleben und beschützt zu werden, und hat sie daher bewusst in einen ungewöhnlich aggressiven Kampfstil ausgebildet. Aus diesem Grund hat man andere Jedi noch nie mit einer Shoto-Klinge gesehen, zumindest könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ahsoka wurde von ihrem Meister in einzigartiger Weise darauf getrimmt, in Lichtschwertduellen einen fast ständigen Vorteil zu haben, was sie seitdem immer wieder unter Beweis stellte. Die Shoto-Klinge war zu einem ikonischen Teil von Ahsokas Kampfstil geworden, ebenso wie ihr gesamtes Aussehen. Es hat ihr in den Duellen mit Gegnern wie der Nachtschwester Morgan Elsbeth und den Inquisitoren in der Animationsserie Rebels unglaublichen Erfolg beschert. Die einzigartige Klinge leistet in ihrer Live-Action-Show weiterhin genauso gute Dienste wie in den Animationsserien. Und da Ahsoka mit Sabine Wren einen Padawan hat, könnte sie diese Tradition eines Tages an sie weitergeben. Und damit wären wir mit diesem Video auch wieder am Ende angekommen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, warum Großadmiral Thrawn so unglaublich wichtig für das Imperium ist, dann klickt ihr gleich links auf das entsprechende Video. Denn meine YouTube-Kollegin Vaders Faust hat sich dem Thema nämlich mal ausführlich angenommen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.